Sitzanzahl Tag im Ludwigspark 36.000. Die 90 Minuten Renaissance des Südwestderbys natürlich ausverkauft. FCS gegen FCK, schon zu Fritz Walters Zeiten der Schlager 1963. Ein erstes Kapitel Fußball-Bundesliga. Viele gab es nicht, weil Saarbrücken nur 5 Jahre erstklassig war. Zuletzt 92, 93, zweimal Winalda, 2-0 für die Saarländer. Und da gibt es noch eine Gemeinsamkeit. Vor 25 Jahren hieß Saarbrückens Trainer für ein paar Monate Otto Rehhagel. Mit der Frisur hat er die Fronten gewechselt, am Betzenberg die Wende zum Guten eingeleitet. Aber was bedeuten 46 Plätze Unterschied zwischen Bundesliga-Spitze und Regionalliga-Mittelmaß im Fußball-Lotto-DFB-Pokal? Der 1. FC Saarbrücken in Blau im dritten Jahr drittklassig nach dem Zwangsabstieg mit dem Elan des David, dem die Dienstagsresultate zusätzlich Mut machen. 28 Sekunden gespielt und diese Riesenchance für Branko Zibert. Ein Fußballdeutscher aus Slowenien, bullig mit Oberschenkeln, fast wie Gerd Müller. Geschickt der Pass in die Tiefe und Reinke hätte da sicherlich seine Probleme gehabt. Kaiserslautern ohne Kuka, der für Tschechien abgestellt war, und ohne Breme. Marschall. Und plötzlich nach 2 Minuten 0:1. Ihm gelingt alles im Moment. Ausnahme Karlsruhe. Das tut gut für den Trainer. Schließlich weiß man nie, was da passiert im Pokal. Sforza leicht am Ball, dann noch einmal abgefälscht. Und Marschall gegen 3 und gegen Harald Eberts, den tapferen Schlussmann der Saarbrücker. Trainer Dirk Kakut hat schon einmal gegen den 1. FC Kaiserslautern gespielt im Pokal. Damals war er in Essen beschäftigt. Fehlschlag von Peter Eiden und Buck, der schnellste im FCK-Team, und 0:2. Aber der Torschütze ist kein Kaiserslauterer, sondern Joachim Trautmann, der Abwehrspieler des 1. FC Saarbrücken. So kann es gehen, übereifrig. Buck auf der rechten Seite mit viel Platz. Ratinho sollte die Adresse werden. Trautmann besorgte das 2:0 für Kaiserslautern. Aber Saarbrücken ließ sich dadurch überhaupt nicht entmutigen. Schöner Schuss von Angelo Donato. Er kommt aus der eigenen Jugend des 1. FC Saarbrücken, hat italienische Eltern. Der FCK ließ Ball und Gegner laufen, brachte seine gute Form aus der Bundesliga auch in dieses Pokalspiel. Roos in der Offensive. Und Riesche. Mehr als ein Kuka-Ersatz am heutigen Tage. Torgefährlich. Harald Eberts, ein guter Schlussmann im Tor des 1. FC Saarbrücken. Dario Brose, ein Fußballdeutscher aus den USA. Und Musa, der Nigerianer. Reinke. Und noch einmal die Möglichkeit für Zibert. Ist das der Unterschied zwischen Bundesliga und Regionalliga? Die Cleverness vorm Tor. 2:0 der Halbzeitstand für den 1. FC Kaiserslautern. Und dann ein Freistoß. Entfernung zum Tor von Eberts 30 Meter. Wagner. Und das 0:3. Torschütze Reich, gerade erst eingewechselt für Sforza. Aber das war eigentlich Wagners Werk und Eberts noch unterwegs sein Tor verlassen. Die Entscheidung. Aber Saarbrücken immer noch gut mitspielend im Feld. Juan Carlos Corvalan, ein Argentinier. Und Reinke sorgt mal für Belebung, wenn es denn schon nach Toren so einseitig ist. Ratinho. Jetzt zentrales Mittelfeld. Und wieder Buck, der Sprinter. Unter 11:0 läuft er noch. Eberts. Nochmal Buck gegen 5. Und Riesche. Die endgültige Entscheidung, das 0:4. Begünstigt natürlich durch den Abwehrfehler beim 1. FC Saarbrücken. Keiner rechnet mit diesem Schlenker von Buck. 4:0, klare Verhältnisse. In der letzten halben Stunde fehlte dann Kaiserslautern die Konzentration, Saarbrücken die Kraft. Aber die 36.000 hatten auch alles gesehen. Einen tapferen Regionalligisten, einen bärenstarken Bundesliga-Tabellenführer. Und eine Stunde lang ein richtig